Nein, hier nochmal kurz vorbeischauen. Hier ist nochmal ein klein bisschen. Wisst ihr eigentlich, wie schlimm das ist, wenn ihr auf einmal kohleabhängig seid? Alter. Vor allem so viel. Wir haben. Ich glaube, wir haben erstmal die nächste Zeit keine Kohleprobleme mehr. Wobei ich. Ich habe ja noch einen Eimer dabei. Ich glaube, ich möchte dann sogar nochmal einen Pot Lava mitnehmen. Oh, ich habe Hunger wie Sau. Oh. Spiel, hör auf, mir Angst zu machen. Ja, ich glaube, ich nehme nochmal einen Pot Lava mit. Allein, weil ich schon mal hier bin. Einfach, weil ich es kann. Na, die Ecke hier ist sowieso gefährlich wie Sau. Ist da noch Redstone, den ich einfach mitnehmen kann? Nö, natürlich nicht. Genau wie die Kohle hier. So, jetzt vorsichtig ab nach Hause. Beziehungsweise, Alter, ich bin auf einmal einfach Level 20. Nur durch ein bisschen Kohle. Da oben ist noch mehr. Das können wir auch nochmal schnell abgreifen. Jetzt sind wir aus der Lava-Gefahrenzone raus. Also ab da, wo uns nicht mehr, alles so One-Hit einfach mal umbringt. Wenn wir schon mal hier sind. Ich sag mal echt so, wenn wir Kohle haben, sind wir gut. Okay, gut. Hier sind wir. Das heißt, ich habe da oben Kohle übersehen. Abgehakt. So. Ganz ehrlich, ich finde es aber geil, was wir hier für ein gigantisches Höhlensystem haben. Was ist hier? Ich bin da. Ich bin da gerade einfach durchgeglitscht. Ich packe lieber den Eimer weg. Oh, cool. Jetzt wissen wir es, glaube ich. Jetzt wissen wir, glaube ich, wie der eine Creeper das geschafft hat. Genauso könnte es mir gehen, wenn ich da jetzt nicht aufpasse. Und es ist echt gar nicht mal wenig Erfahrung. Einfach dafür. Das ist krass. Ich will gar nicht wissen, mit wie viel Erfahrung wir wiederkommen, wenn wir denn nachher unsere Dings-Tour. Unsere Dings-Tour, ihr wisst schon. Ich möchte ja mit euch noch den Minenschacht erkundigen. Ich will gar nicht wissen, mit wie viel wir dann wiederkommen. Und was ist das hier noch? Da ist ja noch mehr. Alter, Leute. Ich könnte 30 Folgen mit Minen-Durchsuchungen vollführen. Ein Slime. Der hat Rüstung gedroppt. Oh, ein Schlabber. Gib mir dein Schleim. Gib mir deine Raritäten. Ganz ehrlich, es ist mir lieber, Schleimbälle zu haben, mit der ich mir nachher Sticky Pistons machen könnte, als irgendwie... Cool, wir haben einen neuen Helm for free. You know what? Alter, zwei Wasserkanäle. Also hier kommt uns auf jeden Fall nichts hoch. Dafür ist man sicher. Warte mal. Ist das hier... Ach, das ist dieser eine Zwischengang. Ah. Auch nicht schlecht. Jetzt war meine coole Spitzhacke beinahe down. Aber naja. Hab ich gerade mal irgendwie ein Stück... Ja, ich hab Kies. Cool, sollte mein Goldhut kaputt gehen. Kaputt gehen, Jünge! Alter. Ich liebe mein Höhlensystem hier. Ich behalte das im Auge. Ich meine, Kohle, 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 Kohle. Wenn wir das alles zu Hause abliefern, wir haben den Rest dieser...
Videos. Nie wieder Kohleprobleme. Wir nehmen das denn nachher nur noch aus Erfahrung mit. Oder einfach, weil wir es können. Ich meine einfach auch mal so, warum nicht einfach mal die Ressourcen auffüllen, ne? Wenigstens bin ich heute nicht so auf den Mund gefallen wie sonst. Beziehungsweise ich rede auch mal wieder ordentlich. Ich habe mein Let's Playen wieder. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, ich habe die letzten Wochen immer nicht so viel Zeit zum Aufnehmen gehabt. Und ich glaube langsam, Let's Playen ist sowas wie Fahrradfahren. Man verlernt das nicht. Außer ich. Ich verlerne sogar Fahrradfahren. So lange, als ich Fahrrad gefahren bin. Seitdem. Dem Vorfall. So, nee, jetzt. Der Hund ist sogar immer noch da. Wisst ihr was, wir gehen hier rum. Schnauze voll. So. Nee, ich gehe jetzt. Ach du Heiliger! Da draußen ist offenbar. Oha. Ich hatte noch nie ein Minecraft-Gewitter. No shit. Moment mal, ein Gewitter. Oh oh. Das kann eine Kreatur hervorbringen. Ich hab's zwar selber noch nie miterlebt, aber wenn ich ehrlich bin, will ich das auch gar nicht. Ach, du schon wieder. Du Pimmel, ey. Hör auf mich zu ignorieren, du! Genau, hier ging's runter. Aber komm, wir sind full health. Was soll bitte passieren jetzt? Wir sind schon so gut wie zu Hause. Und jetzt kommt uns gleich wirklich ein super Creeper entgegen. Das ist ja das Gefährliche an Gewitter. Wenn ein Blitz... Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Gag. Wow. Was war das denn jetzt gerade? Weil wenn ein Blitz in einen Creeper einschlägt, soll angeblich passieren, dann wird der Creeper zu einem Ultra-Creeper. Soll heißen, er wird zum Super Saiyajin. Okay, aber wir haben im Moment nichts wirklich Gefährliches in der Nähe. Hier auch nicht. Ein Zombie, eine Spinne, so das übliche Gesochse. Unsere Farm ist gerade voll mit Zeug. Die Spinne ist einfach verschwunden. Hier war doch eben auch noch. Da ist auch so ein Penis. Also ich gehe auch jetzt gerade garantiert nicht raus. Hier ist noch ein Skelett. Ich meine, so können die Mobs uns ja nichts antun. Die Creeper kommen nicht über den Zaun, die spinnen zwar, aber die können ja dem Getreide nichts. Das Schaf ist da immer noch. Da ist ein Zombie, ein Skelett. Ich glaube, es ist auch gerade Nacht, oder? Ja. Wisst ihr, was immer sogar die Luken dicht. Alter. Gewitter in Minecraft ist ja mal geil. Ich hatte noch nie in Minecraft ein Gewitter. Ist hier drin was gespawnt? Nein. Trotzdem. Ich habe jetzt Angst, dass da oben schon wieder was gespawnt ist. Deswegen... Mit Anschlag... Ich glaube ja mittlerweile wirklich, meine Bude ist hier verflucht. Aber... Wow, ach so! Du bist einfach nur dämlich. Du bist einfach nur dämlich. So, was? Ich geh. Es sind Monster in der Nähe, hallo? Geh halt an die andere Seite. Bis das Vieh sich nicht mehr für mich interessiert. Alter, so viel Zeug. Schleimbälle kommen hier. Nee, warte, ich habe ja schon Schleimbälle. Na komm, jetzt kann's ja wohl pennen gehen.
Kannst nicht schlafen, wenn Viecher in der Nähe sind. Du blödes Vieh, du hältst mich vom Schlafen ab, weißt du das? Jetzt reicht's mir. Die Musik hat sich auf jeden Fall zu meinen Gunsten geändert. So, du Fickvieh. Weil sonst ist hier mal gar nichts in der Nähe. Ich muss gleich mal was gucken. Ich glaube, ich habe nämlich den... Moment mal. Ich glaube, ich habe an den Optionen irgendwas rumgemurkst. Grafikeinstellung. Bla 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 Animations. Water Particles. Bla bla bla. Bla 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 bla. Rain Splash. Better Snow? Überhaupt mal Snow wäre cool. Performance. Bla. Moment. Versteh nicht warum. Sky on, Moon, Deep, bla bla, Stars. Rain and Snow off? Das sieht doch schon viel schöner aus. Ja, doch, das sieht viel schöner aus. Aus irgendeinem Grund war der Schnee ausgetugelt. Warum? Ich hab das doch gar nicht gemacht. So. Ich habe gerade ein Tss gehört. Als wenn was in Lava gefallen wäre. Ich habe doch hier in der Nähe keine... Spiel, du verwirrst mich. Luken auf. Game, you are confusing me. Wo sind die ganzen Mobs hin? Haben sie alle samt verkrochen. Wie es mir scheint. Eigenartig. Cool, wir haben das Obsidian, was wir brauchen. Wir haben Zeug. Wir haben so viel Zeug. Können wir uns zuscheißen mit, ey. So viel Kohle auch. Wir müssen erstmal arbeiten gehen, komm. Ich nehme mal 20 Slime Balls, Alter. Nehmen wir noch mal einen Eimer Lava. Den nehmen wir auch mal mit. Wertvoll. Enderperle, auch wertvoll. Das Redstone lassen wir mal kurz hier. Diesen Glowstone Seeds. Ich gucke mal, was wir noch haben, was wir mitnehmen könnten. Das können wir mitnehmen. Aus dem Lapis könnten wir eigentlich bald mal Lapis-Blöcke herstellen. Einfach Kies kann hier bleiben. Wir versuchen jetzt mal langsam, aber sicher... Ach, ich habe gar kein Holz, ich Idiot. Ich brauche Holz. Gib mir mal den 64er-Stack und ich lasse dafür einen Stack Netherrack hier. Scheint fair für mich. Ja, noch Kleestones. Bleiben hier, nehme ich mit. Gott, ich brauche noch mehr Truhen. Das heißt, ich muss mehr davon machen. Ich will am liebsten alles, was ich hier so habe, wirklich rüber ins Lager transferieren. So dass, wenn wir da mal irgendwie, dass wir quasi alles auf einem Überblick haben. Aber dafür brauche ich halt Truhen. So, machen wir mal 8 Truhen. Okay. Dann hier auch direkt. Scheiße. Meine Axt ist bald wurde. So, ich sollte mich jetzt auch mal langsam wieder beruhigen.
Ich glaube, ich bin nämlich gerade so ein bisschen high. Allein schon von der ganzen Aktion da gerade. Und wir müssen das Ganze auch noch irgendwann ausschildern, ey. Oh, Alter. Cobbles.